Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Wir haben neue Mods bekommen. Und zwar hier ein schöner Krone-Ladewagen, ein Holmer Terrados Rübenernter, drei Challenger-Raupen, dann haben wir Pflüge bekommen und Scheibeneggen. Hier die Pflüge, es ist einmal ein 4-Scharpflug und ein 3-Scharpflug, jeweils mit den, wie heißt das jetzt nochmal, da komme ich gleich, machen wir das gleich, ich weiß es gerade nicht mehr, wie das heißt. Fragt mich auch bitte nicht, was der Unterschied ist zwischen den normalen Schar und diesen Streifenscharpflügen da, habe ich keine Ahnung. Ja, also optisch sehen jedes der Gerätschaften, wo wir bekommen haben, gut aus, wie ich finde. Ja, natürlich die Challenger MTE. Das ist, glaube ich, die Field Viper. Und den Sound hören. Ah, das ist schon cool, dieser Sound. Und designtechnisch sieht er natürlich richtig schick aus. Mal die Innenansicht angucken. Naja, brauner Leder, Sessel hier. Ja. Schick, schick. Also was mir jetzt auffällt, die haben unterschiedlichen Sound. Das Design ist auch cool, aber ich finde das andere besser. Der Innenraum. Ja, der ist eigentlich gleich. Ich finde, der hat den kernigen Sound. Also ich finde, der hier hat den kernigeren Sound von den zwei. Jetzt hören wir uns mal noch den Sound an. Also die Schlauchverbindungen, die passen. Also vom Innenraum her sind alle gleich. Und hier müsste es auch Schlauchverbindungen geben. Ja. Gibt es. Sieht sehr gut aus. Ja. Das ist sehr gut. Dann gab es noch einen anderen Mod, den kann ich euch hier leider nicht zeigen, aber der heißt, also im Shop zeigen. Aber ich kann euch zeigen, was er bewirkt. Und zwar keine Kamerakollision. Also vorher sind wir dann so rangezoomt worden. Und jetzt sind wir halt auch im Gebäude. Also die Kamera hat keine Kollision mehr. So, die Ladewagen uns noch angucken. Also hier habe ich ihn in zwei Ausführungen dastehen. Einmal mit der Trelleborg-Bereifung, der normalen Bereifung. Und hier ist die Michelin- oder Michelin-Bereifung mit Breitreifen und dieser Abdeckung oben. Dann haben wir hier noch den Terrados. Hm.
bestimmt auch die. Das ist die Wendefahrt. Hundegang links, Hundegang rechts. Und die Allradlenkung. Klappen wir den mal auf. Aber da gab es halt kein passendes Schneidwerk dazu. Also wir müssen ein Schneidwerk nehmen, wo wir schon haben. Aber sehr schön, gefällt mir. Also der ist ein bisschen billiger wie der andere, aber komme ich gleich zu. Und hier hinten haben wir noch so ein neues Farmhaus bekommen. Also das Trailerhaus. Ja, Badewanne rausgeschmissen. Braucht keiner. Ich dusche lieber. Ja, kann man vielleicht noch ein bisschen umstellen alles. Nee. Okay, das sind. Ja, die Leiter gefällt mir hier nicht. Ich hätte die Leiter viel lieber hier stehen. So, zack. Den Grill kann ich nicht nehmen. In das Haus kommt man leider nicht rein. Wie ich finde, wird dieses Trailerhaus hier perfekt für die Ravenport. Ja, gefällt mir. Hier oben, oh, das sehe ich gerade hier oben. Oh. Das Dach ist kaputt. Ja, müssen wir mal die Dachdecker anrufen, dass die kommen und das Dach reparieren. So, als erstes gehen wir hier in den Shop und hier Rübentechnik. Den Terrados. Der Trelleborg-Reifenvariante oder Michelin. Oder Michelin, besser gesagt. Haben wir hier zur Auswahl. Hat 626 PS, 1150 Liter Dieseltankvolumen, 40 km/h schnell und 30.000 Liter passen in den Bunker. Und er kostet schmale 435.000 Euro. Und es passen halt alle Rübenroder Schneidwerke vorne dran, wo Holmer baut. Dann sind wir hier bei den Challenger-Raupen. MT700 E-Series. Was haben wir da? Und das ist die MT700 Series. Okay. Für was das E steht, weiß ich jetzt leider nicht. Kostet auf jeden Fall 314.000 Euro. Hat von 384 411 und 438 PS zur Auswahl. Hat ein Tankvolumen von 659 Liter und fährt 40 km/h schnell. Ja, also das ist eine relativ gute Raupe. Dann haben wir die MT700 E-Series Field Viper. Da ist das gleiche Spiel mit der Leistung. Das ist eigentlich alles gleich, bis auf den Preis. Der ist um 5.000 Euro teurer wie die normale. Und dann haben wir den MT800 E-Series Field Python. 492 PS, 592 und 646 PS können wir wählen. 1250 Liter Dieseltank, 40 km/h schnell. Und wir haben hier noch zur Auswahl die 3 Meter Tracks. Das ist, glaube ich, sowas wie eine Pflegebereifung. Glaube ich. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Dann hier bei den Pflügen, da haben wir einmal den Vierschar und den Dreischar-Pflug von Agromesh. Und das ist Universalpflugschar und Streifenkörperpflugschar. Was ist da der Unterschied oder für was man was nimmt, weiß ich leider nicht. Ist ja bei beiden der Fall. Dann haben wir neue Scheibenecken eben bekommen. Also, vergessen euch noch zu sagen. Ah, egal. Einmal der Köggerling Rebel 410, 26.500 Euro,
120 PS benötigt. Er hat 4 Meter, 4,1 Meter Arbeitsbreite und 17 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Ja, für den Preis kann man, glaube ich, nicht meckern. Schauen wir mal, was hier so die vergleichbare Scheibenecken kosten. Ja, obwohl, es ist doch noch ein bisschen teurer. Ich glaube, da zahlt man die Marke Köggerling mit. Und dann den Lemken Variopack 110 FEP 300-90 für 5.950 €. Benötigt 60 PS, 3 Meter Arbeitsbreite und auch 17 km/h schnell. Also den sieht mir so aus, ob er das vor den Traktor hängen kann, also an die vordere Dreipunktaufnahme und dann hinten eine Sämaschine ohne Direktsaatfunktion dranhängen kann. Dann hat man hier auch gerade die Kombination. So, dann bei den Ladewagen. Der Krone ZX430 GD für 119.000 € hat ein Ladevolumen von 43.000 Liter, benötigt 240 PS und hat eine Geschwindigkeit von 20 km/h. Bei Trelleborg kann man auch die Breitreifen auswählen, so wie bei Michelin. Aber bei Michelin kosten halt die Breitreifen 7.250 € extra und die Abdeckung oben kostet 5.000 € extra. Also das finde ich ein bisschen überzogen. Ja, vielleicht ein Fünftel davon, ein Tausender hätte auch gereicht. Auf jeden Fall in der teuersten Ausführung kostet der Ladewagen 131.250 €. Und hier haben wir noch das Farmhaus für 36.000 €. Also das ist deutlich günstiger wie das für 180.000. Gut. Aber das war's fürs Erste dann erstmal wieder für diese Mod-Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.